Oh ja, den sehen wir dann auch hier im WDR Fernsehen und in der Lokalzeit wieder. Und eine längst vergangene historische Begebenheit, die sehen wir vielleicht sogar auf der großen Leinwand. Hier werden jedenfalls gerade die möglichen Drehorte besichtigt für eine Geschichte aus der Aachener Region. Und es geht mal nicht um Römer oder Karl den Großen, es geht um die letzte Hexe von Jülich. Soll nächstes Jahr ins Kino kommen und ein Spielort wird das Wasserschloss in Langerwehe. Mit dem Handy sucht Filmregisseur Ömer Pekürek nach den perfekten Einstellungen für seinen Kinofilm. Mit Drehbuchautor René Blanche und mehreren Darstellern besichtigt er an diesem Tag die geplanten Drehorte. Den Mittelpunkt soll das Schloss Merode bilden. Das kannst du mir glauben, du schreibst ein Drehbuch ja, in dem du Bilder im Kopf hast, ne? Und ich habe immer Merode im Herzen und in meiner Vorstellung gehabt, als ich dieses Drehbuch geschrieben Ja, habe. da geht dein Herz auf, wenn du das hier alles siehst, Absolut. oder? Einer der Hauptdarsteller des Films ist Joe Bausch, bekannt als Rechtsmediziner aus dem Kölner Tatort. Er kann unsere Fragen diesmal nur übers Handy beantworten, weil sein Zuhause vom Sturm beschädigt wurde. Ich mag das sehr gerne. Also, das macht große Freude. Also Historienfilm, tolle Kostüme in einem tollen historischen Ambiente, das ist natürlich immer was Besonderes und auch eine besondere Herausforderung für den Schauspieler. Die Idee zum Film hatte der 39-jährige Schauspieler René Blanche. Auf der Suche nach einem filmreifen historischen Thema aus seiner Heimatstadt Jülich stieß er auf die wahre Geschichte der Heilerin Grete Bogen, die im Jahr 1606 als letzte Hexe von Jülich getötet wurde. Und so fing er an, das Drehbuch selbst zu schreiben. Ich habe ja lange gesucht nach der Geschichte und fand, dass diese Geschichte der letzten Hexe einen so aktuellen Klang hat im Moment und wieder so aktuell geworden ist. Es gab dann keine Auswahl mehr. Also die Geschichte von Grete Bogen musste man erzählen. Schon immer faszinierten ihn die alten Heilkünste, die gerade im Mittelalter oft zur Hexenverfolgung führten. Auch mit Schülern seiner eigenen Schauspielschule will er jetzt die Geschichte verfilmen. Das ehemalige Residenzschloss des Herzogs von Jülich ist heute Teil der Zitadelle. Hier am Originalschauplatz sollen auch einige Szenen des Films gedreht werden. Weil aber nur noch ein paar Fassaden von damals erhalten sind, werden die Innenaufnahmen im Schloss von Merode gedreht. Zur Freude des echten Schlossherrn. Die Schlösser waren immer da, um geöffnet zu werden. Und so machen wir das, meine Vorfahren schon, mein Vater, wir selber. Und also es ist nichts Neues. Natürlich wird es anstrengend sein, weil, wie Sie selber wissen, beim Filmcrew sind ja nicht nur die drei, vier Akteure, sondern da ist ja bis zu 100 Personen manchmal mit dabei. Und da muss man schon drauf achten, die ganze Logistik, dass nichts kaputt geht. Also es ist schon ein großer Aufwand. René Blanche ist als Produzent des Films auch für die Finanzen zuständig. 750.000 Euro soll das Werk am Ende kosten. Vier Fünftel davon stehen laut Blanche schon bereit. Regisseur Ömer Petjurek jedenfalls freut sich schon gewaltig auf die Dreharbeiten. Als wir hier reingekommen sind, habe ich gesagt, wow, es ist ein so wunderschönes Schloss, wo ich gesagt habe, so, hier willst du drehen. Und man muss sagen, also ich muss dann auch sagen, dass die Szene im Film herausragend hier passen. Auch die Farbenumgebung, die Lichtverhältnisse, alles stimmt hier. Wenn alles klappt, wie er hofft, könnte der Film über die letzte Hexe von Jülich schon im kommenden Jahr in den deutschen Kinos laufen. Wir sind gespannt.